Jo, willkommen zurück zu Castle Crashers. Yay! Und Christian läuft hier schon rum. Wollen wir mal zur Arena gehen? Angst. Ganz links, weil die Leute meinten, man könnte in der Arena ein bisschen was freischalten und ich habe noch nie die Arena gemacht, von daher. Ach so, wir kloppen uns gegeneinander. Das ist ja fies. Oder wie? Moment, erstmal muss ich jetzt mal die ganze Attacke wieder hinbekommen. Okay. Eine Steuerung zu. Yo, easy. Okay. Na dann. Wollen wir ein bisschen kloppen? Bitte schön. Was zum Teufel? Wow! What the fuck? Moment, kämpfen wir gegen die Katze? Nee. Hä? Vielleicht ist das so da, damit wir nicht zu weit voneinander abhauen. Ist hier hinten auch einer? Ja. Oh. Okay. Kann ich überhaupt treffen? Ja, ich kann nicht treffen. Okay. Dann kämpfen wir doch wirklich gegeneinander. Ey. Moment, ich lass mich auch mal von der Katze treffen, weil du auch einmal getroffen wurdest. Damit es fair ist. Jetzt komm, triff mich! Danke. Ah, wie du dich treffen lässt, dich. Au. Natürlich nicht. Jetzt kommt die Rache für den Kampf mit der Prinzessin. Ja, wenn meine Magie einfach null trifft. Kann ich dich überhaupt treffen damit? Du kannst dich ja schon treffen. Du musst nur erstmal treffen. Au! Was? Moment. Ich habe nur einen Schaden gemacht? Du hast was gemacht? Ich habe gewonnen. Wie getappt? Ich habe irgendwie das Gefühl... Ich kann gut tanzen. Siehst du das nicht? Ja. Yay, das hat jetzt richtig was gebracht. Das ist übrigens dein alter Ego, habe ich gehört. Geh mal rein in den Schmied. Ich möchte nur kurz mal wegen Waffen gucken. Oh, du bist immer so anstrengend, ey. Ich möchte diese eklige Waffe haben. Warum? Sieht die doof aus? Ja. Aber die ist bestimmt voll stark. Ich kann mal kurz gucken, wie stark die ist. Wo ist die denn? Hier, die Mistgabel wollte ich noch nehmen, oder nicht? Ja, die hattest du, glaube ich, auch beim letzten Mal, oder? Mal sehen. Oh, ne, die gibt jetzt bloß zwei Stärke. Natürlich wollte ich das Ding nehmen. Huch! La, 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 la. Fang! Ah! Fang! Boing. Ja, boing. Ist dir schon mal aufgefallen? Oh mein Gott, wie ich gerade einfach wieder angeschrieben werde. Ignorieren. Verdammte Leute. So. So, auf zum nächsten Level. Jetzt so langsam mal. Nicht dahin. Auch nicht dahin. Arena. Auch nicht das. Was tust du? Dahin gehen. Wiesen. Du darfst wieder reingehen ins Level. Ist dir schon mal aufgefallen, dass der Wiesengrund, Guck mal, da läuft ein König. Sollen wir den verprügeln? Ich glaube, der gehört zu uns. Ich möchte ihn aber bitte boxen dürfen. Aber. Oh. Was zum Teufel? Ich glaube, die mögen uns nicht. Nein. Der eine bleibt liegen. Warum bist du schon so weit vorgelaufen? Ich weiß es nicht. Oder vorne gewesen. So. Oh yeah. So. Also den Leuten haben die ersten Parts auf jeden Fall schon mal gefallen. Ja, kann ich gar nicht verstehen, aber ich doch dabei. Tja, anscheinend gefällst du ihnen. Hätte ich nicht gedacht. Ich kann es auch nicht verstehen, aber... Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder gut eingekauft. Ich hab... Moment. Nein. Alle so viele Tränke. Fünf Tränke. Aber alle. Alle beide. Ja, dann haben wir alle. Tränke. Schnell. Da. Kann ich auch. Bam. So, mir wurde gesagt, ich solle doch auch mal so ein bisschen meine Magie trainieren. Weil die Blitzmagie wohl anscheinend auf einem hohen Level sehr gut ist. Oh, stimmt. Die können ja auch Magie. Was haben die denn da? Schaumagie? Keine Ahnung. Am besten mal nicht treffen lassen. Vielleicht tut es weh. Ja. Au. Das tat so, wie es in ich der gerade wurde. Das tat es in der Weh. Das tat es in der Tat. Geld. Du kannst auch wieder ein bisschen Geld einsammeln, ne? Ja. Ich sammle doch Geld. Ich habe nur ein bisschen weniger als du. Guck mal, süß. Da ist ein Tier. Willst du einen Rambock nehmen? Was kann der? Gegnerramm. Weil ich glaube, Wasser wirst du nicht mehr brauchen. Au. Ich glaube irgendwie, das gehört dem. Das kleine Tierchen. Ich glaube, das ist ein Miniboss. Weil das will nicht weg von ihm. Ja, dann müssen wir ihn besiegen. Willst du den umhauen? Dann hau ich die Kleinen hier gerade um. Okay. Au. Ich habe ihn aus seinem. Mit meinem Gift aus seinem Dings rausgeholt. Ich. Irgendwie setzt Blitz ein. Ich glaube, das ist dieser Miniboss. Er setzt Blitz ein? Ja. Er hat unsere Genauigkeit gesenkt. Er setzt das Sandwirbel ein, die Schweine. Wie denn noch Genauigkeit senken ist, ne? Blitz, Sandwirbel. Fiese Säcke. Wow, hab ich hier ordentliches Ehre. Okay, ab. Übrigens hier ist fast tot. Ja, wollte gerade sagen, da waren Abzüge schon gestorben. Weil du hast gerade auch gerade gesehen. Ich hatte gerade eben noch ein riesiges Fleischstück bekommen, das mich gut geheilt hat. Jetzt bin ich tot. Gut, ich hab ein Level up. Au. Bam. Oh, mir wurde gesagt, ich habe ein höheres Level, weil ich mehr auf Nahkampf bin als du auf deinem. Weil du auf Magie bist dann. Scheinbar. Ich frage mich ja gerade, was mehr bringt.
Und es wurde gesagt, dass, wie wir schon vermutet haben, jeder Schlag bringt Erfahrung. Okay. Und nicht jeder Kill oder so. Dann bekommen die unendlich mehr, bis der Typ da nicht tot ist? Kann ich mir, glaube ich, sogar gut vorstellen. Die kommen einfach von der Seite immer weiter. Na, dann hauen wir den Typen mal um. Genau, wo immer exakt meinem Zeug ausweicht. Oh ja, der hat eine Lebensenergie, sehe ich gerade. Ja, oh, und du hast ein Tier bekommen. Besuch mich für Tierinfos. Ich will aber nicht. Wow. Ja, die haben uns gut umgehauen. Das sind Teufel. Bam. Ich gerade bin ich. Ich sehe mich nicht. Ich wurde auch gerade besiegt. Ich bin gleich schon wieder besiegt, vor allem. Kämpf mit Magie! Wow, da flog ich. Nicht nur du. Da, Hilfe, er hat mich! Er hat mich! Oh, schon wieder so einer von denen. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr in Verteidigung investieren. Ja, habe ich auch gerade schon überlegt. Wir kommen hier gerade doch ziemlich auf die Fresse. Ich glaube, meine nächsten Punkte gehen alle in Verteidigung über. Wow. Moment, wir haben Schild. Ihr kriegt uns nie! Bam, pass auf, jetzt hauen wir die voll weg mit Magic. Okay. Der Typ Angst hatte gerade, hast du gesehen? Mhm. Er war schon beinahe nackt. Vor Angst. Oh, da ist eine Banane. Nimm sie. Die Banane, töte die Banane. Nein, das war falsch. Übrigens, die Leute haben alle richtig erraten, dass es aus Donkey Kong war das letzte Mal mit da ist ein Schwarzer, tötet den Schwarzen. Selbstverständlich, woher auch sonst? Das ist doch eine der epischsten Sachen gewesen, die es ever-mäßig gab. Das stimmt. Eines der besten Let's Plays überhaupt. Oh ja. Apfel, ich nehme Apfel. Apfel! Nams. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass es regnet? Theoretisch müssten meine Blitze ja stärker sein dadurch, dass es regnet. Das stimmt. Oh, das ist ein Äpfelchen. Moment. Oh, da hat jemand den... Banane meine ich. Wir können den Stein kaputt machen, merke ich gerade. Oder? Also, auf jeden Fall bewegt er sich. Sieht aus wie eine Schildkröte schon fast. Jetzt, wo du es sagst. Soll ich mal die Bombe probieren? Try it. Ja. Wow. Welche hat's ja welch fast gebracht. Explosion. Na gut, anscheinend können wir da noch nichts machen. Aber da kann man später was, ja? Oh, weiß ich nicht. Kann man sich auf Steam irgendwie abstellen, dass die Leute nicht dauernd anschreiben, das nervt mich gerade nämlich etwas. Bitte? Kann man auf Steam irgendwie abschalten, dass die Leute nicht die ganze Zeit anschreiben, das nervt nämlich gerade. Geht schon, glaube ich, irgendwie, dass man sich auf Abwesend einfach stellt oder so. Ich kenne mich in Steam nicht so wirklich aus, deswegen. Ich auch nicht. Ich bin eigentlich immer offline auf Steam, um eben nicht angeschrieben zu werden. So. Ich glaube, dein Kleiner hat dein Kleiner gerade mit Gift gerammt? Weiß ich nicht. Ah. Oha. Ich weiß, welcher Boss hier kommt. Der wird nicht schön. Was ist das denn? Können die töten? Oh, ja. Ja. Irgendwie sogar auf sollte man töten, vielleicht. Ja. Nom. Komm her. Und weg. Machen die überhaupt Schaden? Meint die Kleinen? Ich glaube nicht, ne? Wow, oh, der wollte gerade irgendwas Krasses machen. Der will sich töten. Er stirbt wieder eine Gegner. Oha. Er stirbt wieder eine Gegner bei Yoshi's Island. Ein Boss, der einfach in sich zusammenfällt. Ja. Jetzt sehe ich, was die machen. Die halten dich fest einfach. Und dadurch kriegen du Schmerzen. Das ist ein gut Deutsch. Habe ich gelernt bei Matroschka. Nebenbei, mir wurde auch gesagt, was der andere DLC-Charakter, dieser Schmied, der lilane für eine Attacke eine Magie hat. War? Der kann irgendwie eine Froschmagie oder so. Das wäre ideal für mich gewesen. Ja, eigentlich schon. Lieblingsfarbe. Hi. Na? Ach ja. Noch mehr Scheiße. Warum kackt eigentlich so grundsätzlich alles in dem Spiel? Wow! Was zum? Der blutet ein bisschen. Was war das gerade für ein Schaden? Oh, Level Up für dich. Nice. Au, mir auf den Kopf Au, er hat mich zu Tode geschissen. Mann. Was für eine Range. Mal sehen. Er hat das auf mich abgesehen. Ja, da sollte ich vielleicht lieber nicht unter ihm stehen. Ach ja, und die Kleinen. Genau, komm, greif ihn an, während ich ihn zu mir locke. Okay. Wow. Ja, das war besser als nichts.
Vielleicht hat es diesmal auf dich abgesehen. Na, hat es auf dich abgesehen? Ich glaube ja. Dann. Oha. Würde ich ihn mal bitte treffen? Danke. Der einfach ungefähr 5 Milliarden mal mehr Schaden macht als ich. Ja. Was. Irgendwas hat mich gerade vergiftet. Ich würde mal sagen, die Scheiße von ihm. Ich kann vergiften? Was hat der gegessen, ja, der Typ? Au. Oh, ich glaube, wir sollten gleich nochmal Tränke kaufen gehen. Das hat keine Möglichkeit, dass ich gestorben bin. Das wird ein sehr interessanter Humor. Ja. Oh, die Fledermaus gehört jetzt zu uns. Ah, so kriegt man die. Ich nehme lieber. Nehme ich die Fledermaus? Nimm du mal die Fledermaus, damit du sie auch mal hast. Was macht die denn? So. Ich habe keine Ahnung. Sieht doch cool aus. Was passiert denn hier gerade? Hilfe! Ich denke mal, wir sollen weitergehen. Oh, nee. Oh, das war das Level. Okay. Nice. Was ist das denn da oben? Wie viele Gegner man gekillt hat? Ja, ich glaube schon. Wow, das Geld. Aber dafür hast du viel mehr Erfahrung gemacht. Ja. Ja, du hast mich auch wieder fast eingeholt, sehe ich gerade. Wow, und ich habe auch ganz knapp überlebt, sehe ich gerade. Übel. So. So, 2 Punkte auf Verteidigung. Was ist das da ganz unten? Agilität. Stadt plus Geschwindigkeit und plus, was war das noch? Ah, Bogenschießen. Brauchen wir nicht. Boah, der Zauber. So, was? A, R, C, was auch immer die Knöpfe sind bei mir, aber ja. Würde ich gerne gleich mal ausprobieren, bevor wir in ein neues Level gehen. Okay, dann gehen wir erstmal nochmal kurz einkaufen. Ja. Weil wir haben eine Menge Tränke verbraten. Sounds like a plan. Jo. So, lass mal gucken. So. 9? 5. Okay. Perfekt. Nee. Also A und dann glaube ich nochmal. Was ist A? Moment, ich glaube. A ist der normale. Nee, A ist der Sprungangriff. Der Sprung meine ich. Das heißt, im Sprung einen. Ah, das hier glaube ich. Genau, das ist glaube ich neu. So, eine Bombe nehme ich mir auch nochmal, einfach zur Sicherheit. Yay! Guck mal, ich kann den hier. Bam! Willst du jetzt mal Tränke kaufen? Gut. Yay! Jan, stell dir mal vor, du wärst ein Eichhörnchen. Fiep, fiep! Und jetzt stell dir mal vor, du wärst ein Zahn. Und jetzt stell dir mal vor, du wärst ein Zahn von einem Eichhörnchen. Und jetzt stell dir mal vor, du wärst Jesse666, der Let's Player. Yo! Yo! Ich komm hier nicht durch. Guck mal, da oben weint der Prinzessin. Die weint, glaube ich. Ja. So ein bisschen nicht muskulös genug, um die Tür zu zerbrechen. Okay, dann gehen wir wieder. Was ein Schwein. Weil hier brauchen wir ein Item, um muskulös zu werden. Wahrscheinlich so ein Mega-Steroid oder so ein Kram. Es ist was zu essen, ja. Du wirst lachen, wenn du siehst, was es ist. Eine Banane. So. Bienen. So, oh. Wollen wir vielleicht bekämpfen. Ja. Bam, 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 bam. Oh. Arme Biene. Krieg voll aufs Maul. Ich werde dafür, du nimmst mal ein bisschen mehr Geld, damit du dir auch bald ein paar mehr Tränke kaufen kannst. Okay. Ich höre Bienen. Da kommen sie. They're coming. Gerade geheilt. Mein Gift. Vielleicht lag da irgendwas zu essen. Vielleicht war das deine Fledermaus. Ah, nee, doch nicht. Ich wollte sagen, ja, okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass die irgendwie irgendwie den Leben abziehen kann oder so. Jan. Sie kommt von oben und von unten. Ich sehe mich überhaupt nicht. Ach, da. Dafür sind wir doch farbig. Aber wir standen mitten in der Masse. Geld. Ich nehme das, die Heilung hier. Nice, guck mal. Ach ja. So, wir sind bekloppt. Beide ziemlich gut geheilt. Ja. So, und nun? Springen. Sozusagen wir springen. Ach genau, wir sollen da rein. Okay, und jetzt einfach X. Ja, hallo? Oh, cool. Höchst, ich habe gerade ein Achievement bekommen. Für höchste Feuerkraft, weil ich das perfekt getroffen habe, ganz oben. Das? Du gehst da rein und drückst dann den leichten Angriffsknopf. Ach, ich habe den starken jetzt gedrückt. Oder den starken, irgendeinen. So. Yay. Also ich glaube, bis zu dem Boss, der hier gleich noch kommt, habe ich gespielt. Ach, durch hattest du es aber nicht, ne? Kenn ich noch nicht. Bitte? Durch hattest du es nicht, so war das, ne? Nee. Wirklich nur bis zu dem Boss, aber nur halt als Let's Play mal gesehen. Okay. Deswegen halt auch die Idee kam, das zusammen zu Let's Playen. Ich verstehe. Du bist ja fit im Brain. Man wendet sich früher auch fit Brain zur Schulzeit, hier, ich erinnere mich, oder? Ich nehme den Apfel hier.
Fitbrain? Ja. Nein. Nicht? Ich wurde zu meiner Schulzeit komischerweise Tony genannt als Spitzname. Ich glaube, da erinnere ich mich sogar noch dran. Also irgendwas, oh, ich habe gelernt. Kombo. Irgendwie sagt mir das gerade so Erinnerung. Ah, Moment, Tony. Was war denn da nochmal? Ja. Ich weiß nicht warum. Irgendeiner hat mich in meiner Schule mal Tony genannt und dann. Ja, aber ich sag. Hieß ich für alle anderen auch Tony. Aber ich sag ja auch immer, die Schulzeit ist eigentlich so die Zeit im, ja, im Leben, wo man immer die beschissensten Spitznamen kriegt, die man auch meistens nicht mag. Ach, ich fand Tony gar nicht mal so schlimm. Ja, jetzt nicht bei dir, aber bei mir oder bei einigen anderen, die ich so kenne. Ja. Wobei, ich hatte auch einen anderen, der war vielleicht ein bisschen schlimmer. Der hat mich einer Janino Dino genannt. Janino Dino? Ja. Ja. Ich sag ja, Schulzeit. Das können, kann, sowas kann nur von komischen kleinen Kindern kommen. Oder... Das war 7., 8. Klasse. Also ja, Kleinkinder. So, der Große ist down. Oh, das ist auch dein Level up. Wie geht das? Springen und schlagen oder was ist das für ein Knopf? Nee, das ist erst der leichte und dann der schwere Angriff. Ach, die hier. Dann machst du diesen hoch. Ja, genau. Ja, das haben wir aber gerade sehr schön synchron gemacht. Ja, wir sollten Synchronsprecher werden. Hä, was? Wir sollten Synchronschläger werden. Synchronschläger ist gut. Guck mal da, eine Fritze. Ja. Unsere Gefährten sind richtig schlau, wie man sieht. Ja. Mal gucken. Aber auf jeden Fall liegt hier eine Menge Essen rum. Ja. Du hast auf deine Tränke gewechselt. Jetzt nicht mehr. Eine Menge Tränke, eine Menge Essen liegt hier rum. Was ich mir jetzt erstmal nehme. Ich genehmige mir einen Kuchen. Nein, tue ich nicht. Bam, bam, bam. Du hast mir meinen Kuchen geklaut. Jetzt nehme ich das Eis. Da liegt jedenfalls viel Geld rum, vor allem. Kann ich mal das Eis hier kaputt machen? Danke. Das Eis ist unzerstörbar. Nein, der Kuchen! Oh, das Fleisch. Schaden machst du mittlerweile mit dem Angriff. Bitte? Schaden machst du heute mittlerweile mit deinem Angriff? 15, zu dem Dreh herum. Wow. Mit dem normalen oder dem schweren Schlag? Mit dem leichten Schlag. Wieso? Nur so. Mach wie drei. Machst du? Mit dem normalen Schlag. Hier, ein bisschen Geld für dich. Geld. Nimm du mal beides einfach mal. Wie ist denn? Achso. Kaputt hauen vom Tisch. So. Lass mal hier ein bisschen rumgucken, ob hier noch was ist. Vielleicht, wenn wir alle Stühle und Tische kaputt machen und alle Vasen. Easy. Einfach einmal Zauber drauf und alles ist kaputt. Hier ist nichts. Vielleicht hinterm Kuchen irgendwas. Hinterm Kuchen. Hallo? Ich wollte heiraten. Siehst du das? Ja. Und wir stören hier einfach die Hochzeit. Haltet die Hochzeit auf! Das wollte ich schon immer mal sagen. Wir sind nicht die Castle Crashers, wir sind die Hochzeit Crashers. Wow. Nebenbei, Fleisch ist echt die geilste Heilung. Ist halt über 100, habe ich gerade gesehen bei mir. Das ist für Vegetarier das Spiel. Ja. Ach, das ist so lustig. Außer dieser Keks. Okay, halt nur 20. Viele viel zu wenig Steam-Spiele. So sowas wie lustigen Sachen bei sind, wusste ich gar nicht. Naja, wusste ich schon, aber generell halt, ne? Mm. You know what I mean. Wow. Jetzt kommende Woche kommt ja auch das neue DuckTales raus. Auch für Steam. Das ist hart, wie einfach dieser Zauber hier, der Fernzauber, einfach mal viel stärker ist als der andere. Siehst du das teilweise? Das ist ja auch neuerer Zauber. Bitte? Siehst du das, was da teilweise für Schaden rauskommt? Große Zahlen auf jeden 26. Fall. Das ist mehr Schaden, als was ich mache. Wenn ich mal so schaue bei meinem Zauber, mache ich ein paar mal 5. Vielleicht erhöhe ich mal ein bisschen Zauber bei mir. Du wolltest doch der offensive Magier sein. Was ist mit unserem Abkommen? Ja, stimmt schon. Spätestens bis unsere Punkte voll sind, müssen wir das eh machen. Ja. Wobei, ich glaube, so ein Level werden wir nie erreichen. Echt nicht? Das spiel ich so lang? Alles. Ich glaube kaum, dass wir keine Ahnung, wie viele Level man dafür braucht. Wir können dann gleich mal gucken, an welchem Level man das Maximale hat. Außer für den Endboss trainieren wir da so viel, dass wir das dann im Endeffekt noch erreichen. Au! Dam, bam, bam, bam. Wer schmeißt mir da schon die Bomben ins Gesicht? Ja, und ich krieg sie dann ab, vor allem. Aber wir sind bisher noch nicht gestorben, oder? Hier noch nicht, nee. Gut, das heißt, wir haben alle Tränke gleich für den Boss. Bom. Kommt da schon der Boss? Wie heißt sie eigentlich? Lass uns ihr einen Namen geben. Nennen wir sie Knabbel Double. Oh, das scheint der Boss zu sein, also ja. Also ich wäre für Pocahontas. Pocahontas, okay. Dann nennen wir die einfach alle nach Disney-Prinzessinnen. Gut. Den haben wir als erstes. Was macht? Okay. Ich würde mal sagen, wir weichen da besser aus. Ja. Und ich glaube, er kann da nicht getroffen werden. Nein. Bald alles okay, ab. Okay, dann ausweichen. Während er in seiner epischen Orgel spielt. Wow. Okay, das habe ich nicht gesehen. Moment mal, aber er war vergiftet. Vergiftet? Kann ich vergiften? Ich glaube schon, dass er gerade vergiftet war. Tatsächlich, hast recht. Wow, Moment, wow, Kombo. Genau, wir haben ihn.
Ach, verdammt. Alter, der hat aber auch Alter! Moment, einfach stehen bleiben. Oh Gott, oh Gott. Das müssen wir gleich nochmal wiederholen. Wow. Wow! Der hat echt kassiert gerade. Ja, ich glaube, der hat gerade gut die Hälfte einfach mal so verloren, ja, oder? Ja, glaube ich sogar. Oder hast du über die Hälfte gesagt? Dann ja. Ich habe etwa die Hälfte gesagt. Okay, dann glaube ich sogar ein bisschen mehr. Hast du gerade 612 Deutlich. Schaden bekommen? 61. Okay, ich wollte sagen. Hilfe! Okay, das war mein Trank. Na verdammt, wir sind von unterschiedlich. Aber gut, wir haben ihn jetzt gleich. Na toll, und dann verliere ich natürlich noch ein Leben. Hi! Wie abgeht. Yeah, ja. Schlag dir aufs Maul! Ach du Scheiße. Hi. Ja. Ich glaube, das war sein Sohn. Ich sehe gerade, der hat sogar einen Anzug an. Oh Gott, das why. Na gut. Halt die Hochzeit. Okay. Warum haben die ja nicht Laserschwerter? Sind wir jetzt hier bei Star Wars gelandet? Oh Gott. Keine Ahnung. Aber weißt du, was mir nebenbei auffällt? So bekloppt. Was denn? Verdammt, ich kann nicht einfach Pause machen. Zeit vorbei? Ja, eigentlich schon. Egal, wir nehmen weiter auf und machen eine Doppelfolge daraus. Also. Doppelfolge? Ich schneide einfach das nachher zusammen. Bin ich!